Moin, ihr Bagaluten, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Willkommen! Macht am Feuer ein wenig Platz für unseren Gast. Natürlich tun wir das. So, das ist noch so ein Ding, was wir noch machen müssen, aber... Ha! Freut euch, es werden jetzt die letzten Folgen in Hearthstone in dieser Auflösung kommen. Das heißt, also der Rechner ist schon bestellt. Ich nehme das jetzt... ich bin mal wieder... Nicht zeitig. Ich bin dieses Mal tatsächlich, heute ist Montag und morgen soll diese Folge kommen. Also gestern aufgenommen für euch. So, ich habe in der Zeit ein bisschen auch Quests machen können, ein bisschen was tun können. Hab einiges hier mittlerweile so zusammen. Aber wir waren jetzt gerade noch dabei, uns Dinge zu kaufen und Sachen zu machen. Glaube ich, ne? So, pass mal auf, Schwarzfels waren wir, ne? Wählen. Jo, den Stuff hatten wir. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier was machen. Was kriegen wir hier letztendlich? Okay. Ah, das sind irgendwie so... Also ihn finde ich gut, aber nee, eigentlich ist das Ding total Schwachsinn. Ja, aber es wird ja bald nicht mehr so viel möglich sein und alles Mögliche, weil hier ja ganz viele Veränderungen kommen, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz gecheckt habe. Es gibt zwei verschiedene Modi dann und... So, erstmal kaufen wir den Stuff hier. Zwei verschiedene Modi, den wilden und den Standard, glaube ich, irgendwie. Dann unterschiedliche Ranklisten und ist ja, wie es ist. Auf jeden Fall, ich finde es immer noch spannend, dass ich eigentlich echt wirklich grottenschlecht in diesem Spiel bin. Und das immer noch eines meiner meistgegucktesten Let's Plays ist. Also ich finde es ja schon interessant und witzig, ne? Muss man ja einfach mal sagen, wie es ist. So, geschmolzener Kern. Gar ist einer von Ragnaros Leutnants. Ihr habt es fast geschafft. Ich fände es jetzt blöd, auch einfach was anderes zu machen. Deswegen mache ich hier den Stuff einfach erstmal so weiter. So, Bossinformation. Erstmal, Magmawelle fügt allen Dienern einen Schaden zu. Ach, du bist doch doof, bist du doch. Dieser mächtige Magma-Elementar und seine Diener, die Feueranbeter, bilden das offizielle Begrüßungskomitee des geschmolzenen Kerns. So, die machen einen Schaden komplett. Wäre ja eigentlich eher gar nicht doof. Oder Schamane vielleicht? Wenn er das richtige Totem hat... Ich habe ja so ein bisschen immer so rumgebastelt, nochmal so andere Sachen gemacht, wenn ich auch Quests hatte und... Wisst ihr was, wir versuchen das einfach mal, warum nicht? Ich meine, wenn wir nachher das Heiltotem haben und das dann auch noch ein bisschen hochpushen können, kann es zumindest dem entgegenwirken nach dem Thema, dass er hier jede Runde irgendwie einen Schaden macht, weil der macht ja quasi jede Runde eine Heilung. Dieses Heiltotem. Arr, ein mächtiger Pirat. Was ist das denn hier? Granit beißen. Eure Zeit ist gekommen. Zwei Leben ist ja auch doof. Das ist. Das wird super werden mit dem. Das wird richtig gut. Pass auf, die tauschen wir mal aus. Und wollen mal gucken. Ja, ich habe hier so ein bisschen was drin. Okay. Die können nicht. Stopp. Todesrache fügt dem feindlichen Helden für jeden Feueranbeter, der in diesem Zug gestorben ist, einen Schaden zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, warte mal. Nee. Ich muss einen zur Zeit killen, weil wenn ich jetzt alle gleichzeitig kille, dann würden das 7 mal 7. Ja, würden das 7 mal 7 sein. Alter, finde ich, das wäre richtig übel. Aber sonst kann er nichts machen, oder? Das ist nicht dein Ernst! Okay, jetzt habe ich es gerallt. Auch seine eigene... nicht gut. Nicht so gut. Gar nicht gut. Echt nicht. Puck! dann habe ich das vielleicht falsch verstanden hier. Scheiße! Das ist vielleicht echt nicht so gut. Nervigen Kieselsteine auf. Kacke! Oh, das werden wir so hart verlieren. Oh. Okay. Ich hab jetzt Angst. Ich hab richtig Angst. Das werden wir hart verlieren. Da haben wir gar keine Chance. Wie soll ich das denn machen? Naja, immerhin. Das
Spaß. Aber das nutzt uns so gar nichts. Weil die werden gleich alle tot sein. Dass ihr nicht explodiert. Ihr müsst nächste Runde sind wir platt. Elementarlord vernichten. Das wird nix. Das wird nix. Eine Rauferei. Ich bin dabei. Den kriege ich ja vorher auch nicht tot, ne? Scheiße, hätte ich nochmal den anderen gespielt, wäre das gar nicht... Nee, schade, das war's schon. Bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 Schaden kriegen wir jetzt. 36 Schaden. Ja. Das ist ja witzig. Da brauchen wir einen Heiler. Und wir kriegen immer noch Damage. Das ist ja übel mit den Dingern. Das ist ja richtig gemein. Okay, okay. Ich hatte die Fähigkeit am Anfang noch nicht ganz so... Oder beziehungsweise mit den Dingen hatte ich das auch nicht gecheckt. Okay, ich bräuchte... Dann brauche ich den Charmalama. Das ist der Trick. Weil dann kann ich die unterschiedlich hochheilen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Anduin gegen Gar. Hätte ich das vorgereiht? Bei mir werdet ihr auf Granit beißen. Das Licht wird den Sieg bringen. Das ist halt gar nicht mal so doof, ne? Es ist Steinzeit. Grüße. Stein schlägt alles. Gut gespielt. Stein schlägt alles. Nee, nicht Papier. Danke. Stein schlägt alles. Entschuldigt bitte. Stein schlägt alles. Es ist ja wahrscheinlich, dass immer das gleiche seid. Ich will trotzdem mal gucken. Stein schlägt alles. Möge das Licht euch verbrennen. Stein. Ja, gut. Alles. Ist doch gut. So, jetzt fange ich schon mal an, einen zu heilen. Und einen zu attackieren. So, jetzt habe ich schon mal wieder ein bisschen Ruhe. Einer stirbt vorher, die anderen später. Das ist gar nicht so das Problem so. Pass doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Jojo. Ach, die habe ich auch. Aber hatte ich eben gerade. Ist schon interessant. Der ist cool hier. Oh, nee, das wäre doof. Das mache ich. Dann werde ich mich gleich irgendwie noch hart hochheilen müssen. Was könnte ich hier tun? Wenn ich den jetzt heile, dann stirbt er zumindest... Na, der darf... Nee, der darf schon sterben. Das. Also um die habe ich mich gekümmert. So ist das gar nicht das Problem. Dann könnte ich selber den einen Typen schon mal killen. Was vielleicht gar nicht klug war. Ich spiele mal den mit Sport. Das ist so eine Idee, oder nicht? Das ist doch okay. Seht zu, dass ihr nicht explodiert. Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten. Los. Was? Oh, das ist aber doof. Das ist schon mal gut. Den behalte... Na, doch, den behalte ich auch erst einmal. Und dann kriege ich jetzt den hier. Ey, ich habe den noch... Ach nee, ich habe den gar nicht geheilt. Das war's. So, pass mal auf. Ich will ja nicht, dass die jetzt alle gleichzeitig kommen. Bedeutet, einen mache ich schon mal Kapteister. Ja, ist doch gut. Reg dich ab. So, bap. Müsste ich jetzt gleich einen auf... Ja, jetzt könnten gleich zwei sterben. Das ist jetzt nicht easy. Auf. Dann mache ich den erstmal so.
Ja, okay, dann sterben jetzt zwei. Das wäre aber... Wo den einen hatte ich ja schon. Das heißt, ich würde jetzt drei Schaden kriegen. Na, da würde ich aber nur zwei dann kriegen. Das wäre sinnvoller. Ich glaube, ich muss die erstmal loswerden und dann ist das alles gar nicht so das Problem, oder? So, wir gehen mal face mit dem. Das war's. Ja, ja, ist okay. Es ist vollkommen okay. Oh nein, was macht... Du verarschst mich doch. Du verarschst mich doch. Jetzt aber, der hat sich doch geheilt. Ich krieg doch was. Okay, wir wollen nicht, dass die sterben. Deswegen heile ich den jetzt einmal. Ursacht zwei Schaden. Obwohl, der heilt sich ja gleich hoch, ne? Oder warte, zu Beginn eures Zuges. Das bedeutet, er könnte... Das machen wir so. Ich will nicht, dass die jetzt gleich stirbt. Deswegen einmal... Mal verdoppeln. Dann setze ich noch einen Spot rein. Geht zweimal Face. Und ich glaube, wir finden das gut so. Wisst ihr, ich schaue euch gerne bei der Arbeit zu. Warum habe ich den Spotter reingesetzt? Oh nein. Okay, wir haben zwei, stellt zwei Leben wieder her. Den Arzt gerufen. So. Überlegen. Ist jetzt schon einer gestorben, diese Runde hier? Hä? Der hat mich angegriffen? Wie hat denn der mich eigentlich angegriffen? Alter! So, pass auf. Oh, das darf man natürlich immer nicht aus den Augen lassen, ne? Drei. Ich mach das mal so. Sofort. Dann mache ich das so. Das ist okay. So. Jetzt lass mich überlegen. Verursacht 5 Schaden. Das war's. Klingt gut. Scheiße, ich hab... Nee. War das? Oh, Inspiration, das ist gut. Oh, das ist super. Erstmal den. Das ist so okay, das ist so okay. Verursacht 2 Schaden wäre das. Ah, dann heile ich. Schade, ich müsste eigentlich... Kriege ich nicht platt, ne? Nee. Okay, wenn er den dann angreift. Habe ich nochmal Leben verdoppeln? Na, nee. Habe ich nicht da, oder? Das ist jetzt ungünstig. Vielleicht mache ich das gleich mit dem noch. Ah, vielleicht hätte ich doch erst den Spot spielen sollen. Scheiße. Ach Mann, ich bin so unentschlossen gerade. 1, 2. Ist eigentlich jetzt schon einer gestorben, diese Runde? Nee, noch nicht, ne? Ich weiß, ich könnte das tun. Und ich könnte das tun. Danach einmal den angreifen und den heilen. Oh, das ist echt, das ist ja, wie es ist, ne? Alter, so, ich kopiere mir mal eine Karte. So machen wir das jetzt. Mal sehen, was wir da haben. Was ist das denn für einer? Ja, oh, das ist gut. Der ist aber ein bisschen nervig, der Typ.
Oh, jetzt hat er den auch gespielt. Aber blöd. Au. Auch schön, obwohl vielleicht ein bisschen viel. So, erstmal schnell Sport. Dann würde ich gerne sie heilen, damit die auch weiter überlebt. Könnte den jetzt einmal kapeistern? Das werde ich auch tun. Jetzt kommt die Flut. Den jetzt einmal angreifen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Wir haben mit Verdoppeln. Sehr schön. Das machen wir dann einmal hier. Haha. Ich glaube, das kann jetzt doch was Gutes werden. Ich glaube, das ist gut mit diesem Deck. Lass mich bloß in Ruhe. Au. Was hat das denn? Was? Töte dein Leben. Er setzt nach. So. Wie viele Karten haben wir denn? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben zu viele Karten auf der Hand. So, warte, nicht, dass ich mich jetzt vertue hier. Setzt den, ja. Und wo war das mit Verdoppeln? Haben wir hier nicht gerade irgendwo noch so eine Karte mit Verdoppeln gehabt? Haben wir nicht gerade noch eine Verdopplung? Ach, natürlich, hatte ich doch hier. So. Heilen. Dann haben wir den. Dann kriegt der jetzt nämlich... Oh, Alter, das ist ja richtig gut. Und dann haben wir schon gewonnen. Gut gespielt. Stein schlägt alles. Also im Sinne von schon gewonnen, ne? Aber geht doch. Mit so einer gewissen Taktik kann man sowas machen. Das war gar nicht doof. Das war ja mal gar nicht doof. Und damit euer Badezimmer fließen. Ragnaros wird das bestimmt sehr mögen. Und das ist jetzt eine Druidenkarte, oder nicht? Auch. Verwandelt sich in eine Feuerkatze oder in einen Feuerfalken. Ich glaube, diese, wo du die Wahl hast, ich glaube, das sind alles Druidenkarten. Okay. Nee, ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, das war's schon wieder für heute. Bevor wir hier jetzt großartig weitermachen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns übermorgen. Winke, winke, ciao und tschüss.